Willkommen zu diesem neuen Video. Im Dezember 2022 hat es ja bekanntermaßen geschneit und ich habe die Zeit auch genutzt, um meine neue Winterkleidung fürs Fahrrad mal auszutesten. Und was soll ich sagen? Es war eine sehr spannende Erfahrung. Es waren Temperaturen dabei zwischen minus 9 bis minus 1 Grad. Und die Kleidung hat tatsächlich sehr gut gehalten, bis auf meine Schuhe. Ich habe dann irgendwann gemerkt, oh, vielleicht sollte ich mir Winterschuhe besorgen. Die Winterschuhe, die ich dann getestet habe, haben auch nicht so gut geholfen. Ich habe zwar Überschuhe, die auch für den Regen ganz gut sind. Aber so ganz warm gehalten haben sie nicht. Ich habe da ein bisschen was umprobiert. Die sonstige Kleidung hat sehr gut gehalten und die Erfahrung im Schnee mit dem Fahrrad zu fahren ist nochmal eine ganz andere, wenn es mit dem Gravelbike ist. Vor allem, wenn man so ein bisschen sportlich unterwegs ist, weil normalerweise fahre ich jeden Tag mit dem Fahrrad ja zur Arbeit und das ist eigentlich egal, was für ein Wetter das ist. Aber das ist schon ein Unterschied zwischen dem Trekkingrad, was ich den ganzen Tag irgendwie nutze, zwischen im Gegensatz zum Gravelbike, was ich eigentlich nur sportlich nutze. Und ja, wie sich das angefühlt hat, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Wir haben gerade minus 2 Grad, glaube ich. Und Schuhe hat es also an. Handschuhe sind echt warm. Salz, was gerade echt kalt sind, sind meine Zehen. Die frieren ein bisschen ab. Mein Fahrrad steht da drüben. Und hier ist der Rhein. Ein bisschen Schnee. Und es ist super angenehm. Tatsächlich bis auf die Zehen, die mir einfach abfrieren. Da muss ich mir noch eine Variante überlegen, wie ich die am besten noch warm bekomme. Ob ich mir da eventuell doch noch beheizte Socken oder sowas organisiere. Ansonsten ist es tatsächlich sehr angenehm, mit dem Fahrrad hier durch die Gegend zu fahren. Gut, die Stellen mit dem Schnee, die ein bisschen glatt sind, sind ein bisschen unangenehm. Aber ansonsten ist, also abgesehen vom Schnee, ist es tatsächlich sehr angenehm, bei dem Wetter zu fahren, mit der Kleidung. Hätte ich nicht gedacht, aber es ist tatsächlich so. Und ja, ich fahre jetzt da noch hin, um dann nach Hause zu kommen. Es sind noch, keine Ahnung, ich glaube 5 Kilometer oder so. Das ist eine kleine Runde von 20 Kilometern, die ich jetzt hier fahre. Und wollte ein bisschen die Sonne noch genießen.